Begrüßen Sie zum Online-Podiumsgespräch Energiewende nach der Corona-Krise aus dem Kulturkeller La Marotte in Affolter-Malbis. Das ist ein Versuch, eine politische Diskussion auch während der epidemiologisch bedingten Einschränkungen zu ermöglichen. Ich glaube, es ist demokratiepolitisch wichtig, dass man reden kann über Politik. Wir haben darum den Ablauf ein bisschen anders konzipiert als in einer Runde mit Live-Publikum und verzichtet auch mit Einbezug vom Publikum, mit Ausnahme von 5 Personen, die wir im Voraus vereinbart haben. Mariona Schlatter, Sie sind Soziologin, Präsidentin von der Grünen Partei vom Kanton Zürich und Nationalrätin. Wie beurteilen Sie den Entscheid von der Sondersession von der letzten Woche im Hinblick auf die Klimakrise? Danke vielmals für die Einladung. Es ist tatsächlich so, dass wir Politikerinnen und Politiker natürlich ein bisschen Entzugserscheinungen haben im Moment, weil wir wenig Möglichkeit haben, uns zu äußern und Politik zu machen, weil Politik lebt natürlich vom miteinander reden und miteinander arbeiten. Und darum ist es auch sehr schön, kann ich da teilnehmen und die Diskussion weiterführen, die ja neben der Corona-Krise ja auch noch eine Klimakrise ansteht. Jetzt die Frage war, haben wir in dieser außerordentlichen Session, die wir jetzt gerade hatten, Entscheide getroffen, die für das Klima wichtig sind? Oder was hat das für Auswirkungen auf die Klimapolitik? Also erstens muss man mal sagen, traktandiert für die außerordentliche Session sind ja ausschließlich Corona-Geschäfte gewesen. Wir haben versucht, im Gespräch vorher die Idee einzubringen, dass wir das CO2-Gesetz, das man ja abgesagt hat, das wir eigentlich jetzt in der Frühlingssession schon besprechen, dass man das vorzieht und dort auch weitermacht, weil dort auch die Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir sind da damit nicht durchgekommen. Also man hat wirklich die außerordentliche Session beschränkt auf Entscheide in Bezug auf die Corona-Krise. Und da ist es eigentlich vor allem darum gegangen, dass man die Milliardenbeträge, die der Bundesrat schon angekündigt hat zur Unterstützung der Betroffenen, dass man die legitimiert durch das Parlament. Und das hat man auch weitgehend gemacht. Man hat ein bisschen Änderungen auch angebracht und man hat es weitgehend gemacht. Es hat ein einziges Geschäft gehabt, das aus meiner Sicht in Bezug auf die Klimathematik wichtig ist, und das ist die Unterstützung für die Flugindustrie. Also das ist der Kredit, der gesprochen worden ist, einerseits für die Fluggesellschaften, für die Swiss und andererseits für die bodennahen Betriebe. Das sind rund 1,8 Milliarden Kreditgarantien, die man gesprochen hat für die Flugindustrie. Es hat Leute gegeben im Nationalrat, die versucht haben, das zu knüpfen an Klimabedingungen, also dass man die Flugindustrie verpflichtet, auch ihren Beitrag zu leisten im Umbau, im ökologischen Umbau. Wir haben aber für all die Bestrebungen kein Gehör gehabt. Es hat keine Mehrheiten gegeben, auch nicht für eine sanfte Variante in Form von Zielvereinbarung oder so. Man war da absolut chancenlos gewesen. Und das ist aus meiner Sicht eine vertane Chance. Aber selbstverständlich, wie wir ja alle hier wissen, die Klimakrise geht nicht weg. Also man muss sicher über die Entscheidung im Rahmen des CO2-Gesetzes jetzt als nächstes dann wieder reden. Pascal Angern, Sie sind Industriedesigner und heute Partner vom Baubüro in situ. Was bedeutet die Corona-Krise für die Klimaverträglichkeit der Bauwirtschaft? Für uns als Büro heisst es eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Weil unser Büro, wer es kennt, weiss, wir haben schon lange angefangen mit der Wiederverwendung von Bauteilen. Und darum hat es uns sehr gefreut, dass wir dürfen da den auch politisch die politische Rolle beitreten und unsere Meinung sagen, weil wir können sehr stark vom Schaffen. Wir bauen in erster Linie und wir versuchen Bauen mit zirkulären Gedanken zu verbinden. Momentan im Winterthur machen wir eine Aufstockung, sparen etwa 50 Tonnen CO2 in dieser Erstellung. Das hat es so in der Schweiz, vielleicht sogar europaweit, noch gar nicht gegeben. Und darum ist uns die Thematik sehr wichtig und für uns ist die Herausforderung vor allem da, wie bringen wir da in die Gesellschaft hin. Also wie bringen wir eine Bauträgerschaft, eine Pensionskasse, eine Stiftung, Private dazu, CO2 zu sparen, indem dass wir nicht nur über Umprogramme etc., sondern auch eben über Material einbauen. Und dort kommt jetzt in der Krise
noch viel mehr oder viel stärker zur Geltung, dass eigentlich das zirkuläre Bauen auch das Bauen ist vor Ort, das heisst Wertschätzung beim Land. Und da hat uns jetzt eigentlich bestätigt, dass es der richtige Weg ist und wir hoffen, dass wir eigentlich von dem Alleinstellungsmerkmal jetzt breiter kommen und auffahren und andere Architekturen, die auch dazu motivieren können, in dieser Art und Weise zu bauen. Merci. Niklaus Hauer, Sie haben an der ETH abgeschlossen die Architektur mit einer Dissertation über PVP-Kollektoren, also Kombination von Strom- und Wärmeproduktion in einem Modul. Und Sie haben 2015 eine Einzelinitiative für klimafreundliche Gebäude lanciert. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Einzelinitiative? Also wir verfolgen mit der oder haben mit der Initiative die gleichen Ziele verfolgt, wie ich eigentlich bei allem verfolge, wo ich meine Hände setze, außerhalb der Familie. Wir wissen, dass wir weg müssen von Öl- und Gasheizung und wir wissen, dass wir aber immer noch gerne in warmen Häusern wohnen. Und wir haben an der ETH-Technologie entwickelt, andere auch. Wir setzen das jetzt in dieser Firma, wo ich jetzt arbeite, um. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir insbesondere der Bauwirtschaft, die ein extrem träges Geschäft ist, halt sehr, sehr langfristige Rahmenbedingungen brauchen, wo insbesondere die Investoren halt einfach wissen, das ist das Ziel, dort muss ich her und es ist auch in 10 Jahren das Ziel und dort wir in 10 Jahren her müssen. Genau diesen Vorschlag haben wir halt gemacht mit der Initiative, dass wir im Prinzip gesagt haben, 2050 müssen wir einmal sein und jetzt planen wir quasi die Rahmenbedingungen von heute bis dann. Und nicht einfach für die nächsten 4 Jahre und in den nächsten 4 Jahren. Und nach 4 Jahren müssen wir dann auch wieder überlegen, was machen wir denn für die übernächsten 4 Jahre. Wir wissen ja heute, wo wir her müssen. Also haben wir vorgeschlagen, dann tun wir doch auch heute entscheiden, wie wir dort herkommen. Das ist der Kern von dem. Wie ist jetzt der Stand von der Umsetzung konkret 2020? Also der Stand von der Umsetzung, das ist ja, das vor 5 Jahren eingegeben, vor dem Pariser Klimaabkommen. Kantonsrat übergeben, der Kantonsrat hat es der Regierung übergeben, die Regierung hat es dem Kantonsrat wieder übergeben, es ist eine Kommission. Mittlerweile hat natürlich die Zusammensetzung vom Kantonsrat gewechselt, wie auch die Zusammensetzung vom Regierungsrat. Und wie ihr alle wisst, letzten Freitag hat der Regierungsrat seinen neuen Vorschlag präsentiert vom Energiegesetz. Und das ist nicht eine Umsetzung von dem, das ist ein üblicher Kompromiss, ein politischer Kompromiss zwischen den Forderungen, die zum Beispiel ich gestellt habe, die andere Gruppierungen, die progressiv denken, gestellt haben, und den gesamtpolitischen Bewegungen in der Schweiz, sprich den Mucken, und dem, was politisch halt wahrscheinlich machbar ist. Also es ist in der Schwebe, kurz gesagt. Merci. Rudi Meier, Sie engagieren sich als Ökonom schon seit Jahrzehnten für Kostenwart. Sie sind Präsident von Energiewende Ja und haben jetzt gerade aktuell als Co-Autor eine Studie publiziert für ein Impulsprogramm zur Umsetzung der Klimaziele. Sie verbinden in dieser Studie Corona mit der Klimakrise. Sagen Sie 3 Hauptthesen. Merci vielmals für die Einladung. Ich kann eigentlich nahtlos an Vorreferentinnen und Referenten anschliessen. Klimakrise ist nicht weg. Das ist eigentlich noch die grössere Bedrohung, die wir haben. Wir reden schon seit Jahren über das. Es passiert leider wenig. Da ist jetzt etwas, wo wir auch schon gewusst haben, die Pandemie, dass es geben kann. Wir haben Kostenschätzungen gemacht. Und wir haben aber sich schlecht vorbereitet und haben jetzt recht überstürzt müssen Massnahmen machen. Ich kann weiter daran anknüpfen, der Herr Angern, der gesagt hat, bei Ihnen läuft einiges. Eben Herr Haller, er hat sich schon eingesetzt, es läuft einiges. Das entspricht auch meiner Beobachtung. Wir sind doch etwas unterwegs Richtung CO2-Neutralität in der Schweiz. Da geht einiges. Und aber der erste entscheidende Punkt, die erste These ist, wir brauchen für das nachhaltige Rahmenbedingungen. Das ist ganz entscheidend. Wir haben mehr oder weniger eine Marktwirtschaft. Wir haben auch staatliche Interventionen. Wir haben aber mehr oder weniger Marktwirtschaft. Und zu einer Marktwirtschaft, da gehört ganz entscheidend dazu,
dass man die Umwelt mit berücksichtigt, dass man die externen Effekte anschauen, die wirtschaftliche Tätigkeiten haben, die private Tätigkeiten haben. Und das heisst nichts anderes wie Kostenwahrheit. Das ist eigentlich ein Prinzip, das man vor 100 Jahren mal den Nobelpreis gewonnen hat. In den Lehrbüchern redet man immer wieder davon, in den Sonntagspredigen redet man auch davon. Wenn es aber sollte konkret werden, dann happert es. Und das Prinzip von der Kostenwahrheit, wo nichts anderes heisst, dass man also die externen Schädigungen, die man hat, zum Beispiel in der Mobilität oder im Energieverbrauch, dass man die über Preise internalisieren. Also, dass man in der Mobilität zum Beispiel, dass man ein Mobilitätspreis einsetzt. Und das ist besonders wichtig, weil wir jetzt gesehen haben, dass sehr viel mehr möglich ist bezüglich Homeoffice, bezüglich Webseminar, bezüglich Telefonkonferenzen. Also der ganze Aufwand von Geschäftsverkehr, das braucht es gar nicht so. Ich sage aber klar, wenn wir das behalten wollen, wo sich auch viele Leute daran gefreut haben, dann müssen wir auch entsprechende Rahmenbedingungen machen. Und das heisst konkret Mobility Pricing. Das hat weitere Vorteile. Das hat Vorteile, dass wir die Infrastrukturen nicht auf Spitzenkapazitäten ausbauen müssen, sowohl im Privatverkehr wie im öffentlichen Verkehr. Das ist sehr teuer. Wir können mit Mobility Pricing sparen, können wir Kosten sparen und wir können andere Infrastrukturen können wir besser ausbauen, zum Beispiel im Langsamverkehr, in Aufenthaltsräumen und so weiter. Im Energiebereich, das ist auch sehr klimarelevant, da haben wir heute schon eine CO2-Abgabe, die ist relativ tief. Wir haben jetzt die massiven Preiszerfälle, sogar negative Preise bei den fossilen Energien, muss ich das vorstellen. Der Barrelpreis ist etwa $30, so tief wie noch nie. Der Heizölpreis ist auf 70 Franken auf 100 Liter abgegangen. Das Benzin kostet 1.20 Franken. Wir sollten sofort wieder auf Preise kommen von Anfang des Jahres. Weil, Herr Angel, Ihr Geschäft läuft zu wenig. Es geht wieder zurück. Die Leute meinen wieder, die fossilen Energieträger kommen wieder. Oder? Ich kenne das aus der Praxis. Die Leute stellen relativ rasch um. Die Leute sind sehr preissensitiv und dem sollten wir eine Regel schieben. Wir sollten die CO2-Abgabe anheben, mindestens auf 150 Franken. Das würde heissen, dass es etwa 20 Rappen aufgeht. Also für den Liter Erdöl statt 70 Rappen, 90 Rappen, 1 Franken. Beim Benzin, wenn wir das machen würden, könnten wir etwa auf 1 Franken 30. Das hat Reaktionen, das würde es umstellen. Wo wir alle davon reden, würde es erleichtern und es würde nicht eine Rückabwicklung bedeuten. Ich habe da geschwind eine Anfrage. Was soll denn mit dem Geld passieren? Das ist natürlich zentral. Wir haben immer auf der einen Seite haben wir über den Preis haben wir die Lenkungseffekte. Das sind Elastizitäten, die sind unterschiedlich stark, da kann man sich darüber unterhalten. Sie sind aber sicher da. Das ist die Basis von Ökonomie, das ist eigentlich unbestritten. Da hat es ganz viele Studien dazu, die das immer wieder aufzeigen. Und bei der Geldverwendung, das ist das Buch, das du angesprochen hast, vor 30 Jahren Umweltabgaben für die Schweiz, wo wir vorgeschlagen haben, dass wir Rückverteilung machen von dem Geld. 100% Rückverteilung, kann man sich darüber unterhalten. Wenn man 100% Rückverteilung macht pro Kopf, hat das den grossen Charme, dass man auch die Sozialverträglichkeit sicherstellt. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht nur Klimapolitik machen, das ist zentral mit wirksamen Instrumenten. Wir müssen aber auch sozial schauen, dass das sozial gerecht ist. Und mit der Rückverteilung schaffen wir das. Also, wenn wir pro Kopf den rückverteilen, gibt das für die kleinen Einkommen, gibt das mehr für die grossen Einkommen. Und das ist nachher sozial verträglich. Einfach jetzt noch zur Kostenwahrheit. Das muss natürlich auch der Abfallwirtschaft muss das angegangen werden mit dem Verursacherprinzip. In der Landwirtschaft müssen wir umstellen auf mehr Pflanzenbau. Wir müssen uns dort überlegen, eine Treibhausgasabgabe zu machen. Beim Flugverkehr, das haben wir erlebt, das ist natürlich wieder mal auf die Seite geschoben worden. Einfach das kurzfristige Arbeitsplatzargument, das etwas für sich hat. Ich denke aber, wenn der Flugverkehr nicht nachhaltig wird, dann wird das auch mit den Arbeitsplätzen nicht funktionieren.
Wir müssen das miteinander verknüpfen. Und im Flugverkehr, ich hoffe, dass also hier die Flugticketabgabe, dass die als erster Schritt eingeführt wird. Und wir sollten auch dort eine CO2-Abgabe haben. Das müssen wir europäisch machen, dass wir hier Kostenwahrheit haben. Ich bin schon darauf eingegangen, auf die Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit. Die Wirtschaftsverträglichkeit können wir bei der Kostenwahrheit können wir das so machen, dass wir Ausnahmen machen. Das ist vielleicht nicht ganz so schön, oder? Aber wir dürfen die Exportwirtschaft dürfen wir nicht drangsalieren. Wir haben das System schon eingeführt bei der CO2-Abgabe. Und dass wir dort die Ausnahmen machen und dass dafür über die Organisationen, Agentur der Wirtschaft und über ACT, dass dort Zielvereinbarungen gemacht werden und dass man dort gleich eben dann nachher einen Kosteneffekt herbringt. Also, das ist der erste Teil von unserem Programm. Nachhaltige Rahmenbedingungen. Es wird immer predigt. Ich denke, wir müssen konkret werden, wir müssen das effektiv realisieren. Das zweite von dem Programm, das wir erarbeitet haben, das ist ein Impulsprogramm. Das sind konkrete Massnahmen. Es ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, dass man jetzt hopp hopp etwas macht und so. Wir gehen bewusst nicht auf das ein. Wir sagen, wir müssen das langfristig ausrichten. Und wir haben ein Programm gemacht, ein Impulsprogramm gemacht, das sich an den Klimazielen ausrichtet. Also CO2-Neutralität bis ins Jahr 2050. Wir sind dort auf die relevanten Bereiche eingegangen. Also Mobilität, Gebäude, Wirtschaft, Abfallwirtschaft, Landwirtschaft und Flugindustrie. Ich tue jetzt nicht alle Massnahmen im Detail hier vorstellen. Wichtig ist natürlich der Gebäudebereich. Da hatte ich sehr Freude gehabt. Regierungsrat Neukamp, der jetzt vorgeschlagen hat, Heizungsersatz. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich nicht nur im Kanton Zürich, sondern gesamtschweizerisch, dass man dort einen Impuls gibt und dass man eigentlich bei keiner Sanierung mehr die alte Heizung raus, eine fossile Heizung wieder ein, sondern dass wir auf erneuerbare Heizsysteme gehen. Die sind in den Anschaffungskosten ein bisschen höher, aber im Betrieb ist das günstiger. Wir haben das auch ausgerechnet, das ist im Betrieb günstiger. Natürlich jetzt gefährdet durch die tiefen Erdölpreise. Darum müssen wir das korrigieren, darum müssen wir Rahmenbedingungen haben, die das nachhaltig, längerfristig richtig stellen. Elektromobilität fördern. Wir denken vor allem über Ladestationen, dass wir da etwas machen sollten. Beim öffentlichen Verkehr, ich bin überzeugt, der wird wieder kommen. Wir müssen dort die Digitalisierung vermehrt ansetzen. Bei der Energie ist es wichtig, wenn wir wegkommen von diesen 80% fossilen Energieträgern, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Es reicht also nicht nur zubauen für den Ersatz, für das Wegfallen von den AKW, sondern wir müssen auch zubauen, und das ist bedeutsam. Wir müssen von heute 2-3 Terawattstunden müssen wir auf 60-70 Terawattstunden gehen. Das ist anspruchsvoll. Das heisst, dass wir also etwa ein 8-fachs, 10-fachs zubauen, was wir heute machen bei der Photovoltaik, dass wir im Jahr etwa 1,5 Terawattstunden zubauen. Auch das braucht, wenn wir nicht kostenwort haben, wenn wir zu wenig kostenwort haben, braucht das halt auch gewisse Impulse. Ich denke, das System, das wir heute haben, müssen wir ausbauen. Wir müssen die Rückliefertarife besser machen. Wir müssen vor allem die Rückliefertarife ausrichten auf den Winterstrom. Wir werden ein Winterstromproblem haben, da dürfen wir nicht drüber hinweg schauen. Und wir müssen auch hier entsprechende Anreize geben bei den Rückliefertarife. Gut, wir sind jetzt da schon relativ detailliert. Ich werde mal da unterbrechen und zu Mariona Schlatter gehen. Wie sieht das politisch aus? Wie kann man politisch jetzt gerade im Zusammenhang mit den Milliarden, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise gesprochen werden, so in Fuß setzen? Ist das überhaupt möglich? Ja, danke. Es ist nicht ganz eine einfache Frage. Oder? Die Situation, ich glaube, die grosspolitische Wetterlage ist immer sehr, sehr wichtig. Oder? Man hat das jetzt gesehen bei den Wahlen, zum Beispiel letztes Jahr. Es ist immer, ja, was übergeordnet läuft und wie die Stimmung ist in der Bevölkerung und so, das hat einen sehr direkten Einfluss auf das, wie bereit die Leute auch sind zu investieren oder eben auch
klimafreundliche Sanierungen zum Beispiel zu machen. Und ich mache ein Beispiel, wenn jetzt natürlich jemand seine Stelle verloren hat, dann wird er vielleicht auch nicht gerade sein Haus umbauen oder? Und energetisch sanieren. Also das ist etwas, wo mir persönlich auch ein bisschen Sorgen macht. Es gibt natürlich, das Geld wird fehlen, wir werden Arbeitslose haben, wir schlittern in die Wirtschaftskrise rein. Und aus meiner Erfahrung wird halt häufig dort gespart, was mir sehr wehtut. Und das ist halt im Umweltschutz und das ist auch zum Beispiel auch im sozialen Bereich oder in der Bildung. Jetzt ist die Frage natürlich, wie schaffen wir den Bogen, dass man sagt, nein, das darf man nicht vergessen, die Krise, dass man mal die Kurzarbeit ermöglicht hat. Und dass man auch diesen vielen kleinen Unternehmen und auch grösseren irgendwie mal irgendeine Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, wir stehen euch bei in dieser Krise, wir helfen euch. Weil schliesslich ist ja schon so, dass die Massnahmen vom Bund verordnet worden sind und dass der Handlungsspielraum von sehr vielen Unternehmen natürlich massiv eingeschränkt worden ist. Die unmittelbare Hilfe, jetzt mal unkompliziert die Kredite zur Verfügung stellen, einverstanden. Also das möchte ich sicher nicht in Frage stellen. Dann sind Sie aber auch mit dem Herrn Lanz einig, dass man jetzt das erste Mal muss. Das ist das, was ich komme gerade dazu. Aber es gibt natürlich da schon, ich glaube, man darf schon Fragen stellen, jetzt gerade bei der Luftfahrt. Oder? Muss man sich schon die Frage stellen, ist die Hilfe, die man leistet, jetzt eine kurzfristige Überbrückungshilfe, um die Wirtschaft wieder in Betrieb kommt, sagen wir Mitte Ende Jahr, um das quasi überbrücken, dass man dann wieder als Unternehmen kann funktionieren kann. Oder ist es eine Unterstützung in Form von einem Kredit oder was auch immer, wo ein Geschäftsmodell zementieren, wo man weiss, in 10 Jahren ist das sowieso tot, weil das nicht funktioniert. Oder? Und das ist aus meiner Sicht halt jetzt insbesondere bei der Luftfahrt so. Also ich habe kein Interesse, heute mit öffentlichen Geldern, es ist auch nicht im öffentlichen Interesse, eine Wirtschaft zu erhalten, die sowieso müsste einem gröberen Strukturwandel quasi nachvollziehen in den nächsten paar Jahren. Und da sind wir wieder beim Thema Kostenwart. Man kann entweder regulatorisch einen Wirtschaftsbereich erschweren und einen anderen erleichtern, oder man kann das den Markt regulieren über Kostenwart. Und da würde ich jetzt gerne Ronald Alder, Kantonsrat von der Grünliberalen aus Ottenbach, einbauen, Thema Kostenwart. Ja gut, grüezi miteinander, danke vielmals, dass ich mich da einbringen darf. Ich glaube, wie jetzt schon mehrmals erwähnt worden ist eines der Grundprobleme ist, dass wir einfach keine Kostenwart haben und darum sich der Markt eigentlich auch zum Teil zumindest in die falsche Richtung entwickelt hat. Und das Schaden ist eigentlich, dass es jetzt wieder passiert. Wir haben massive Subventionen, was Atomstrom, Öl und so weiter und so fort betrifft, wo die externen Kosten nicht getragen werden. Und da gibt es jetzt im Kanton Zürich auch schon seit längerem die Vorstösse, zum Beispiel von meinem Kollegen Thomas Wirt, Strassenverkehr, wo die Internalisierung von diesen externen Kosten eben eigentlich geht. Da wird sicher Darian Moster später auch nochmal etwas dazu sagen, aber das ist ja das Thema, das uns schon seit Jahren jetzt beschäftigt und jetzt auch in unserer Debatte definitiv angekommen ist. Es ist auch schon angesprochen worden, Swisskredit, Kerosinsteuer und so weiter und so fort, ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, eigentlich eine verpasste Chance. Ich glaube, das Votum, das vorher aus Wirtschaftsseite herausgefallen ist, man ist immer noch dran, die beiden Themen, Umwelt, sage ich jetzt mal salopp, und Wirtschaft eigentlich als Gegensatz zu betrachten. Oder zum Beispiel als Motto, zuerst müssen wir Wirtschaft haben und dann kann man die Umwelt schauen. Wir sind da natürlich grundsätzlich anderer Meinung, dass der Gewinn durch die Verknüpfung von diesen beiden Themen elementar und wirklich zukunftsträchtig ist. Und jetzt haben wir gerade im Kanton Zürich ein neues Energiegesetz bekommen. Und wir jetzt werden dann auch im Parlament entsprechend debattieren, wo es ja in erster Linie darum geht, die Neubauten eigentlich schauen, dass es auf erneuerbare Energie gesetzt wird, sowohl was Wärme, Wasser und auch was Strom betrifft. Und beim Ersatz von einer Heizungsanlage, dass in erster Linie auch erneuerbare Energien sollen zum Tragen kommen. Und parallel dazu werden ja auch
Fördergelder gesprochen. Also wir haben jetzt gerade auch einen Rahmenkredit im Kanton Zürich über 33 Millionen gesprochen, so genau auch solche Projekte können unterstützen und dann auch weiterführen. Und es ist klar, oder, auch da eine CO2-Abgabe wäre elementar, weil wenn die nicht erneuerbaren Energien sämtliche Kosten würden müssen tragen, die sie schlussendlich auslösen. Verkehr, gerade auch im Gesundheitsbereich, oder wir haben Milliardenkosten im Gesundheitsbereich verursacht durch die nicht erneuerbaren Energien, dann würde sich der Markt sehr, sehr schnell in eine ganz andere Richtung entwickeln. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, dass wir festgestellt haben, dass wir in den letzten 10 Jahren in der Schweiz 50'000 neue Arbeitsstellen geschaffen hat im Bereich der erneuerbaren Energien. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir wegkommen, wie ich vorher gesagt habe, von dem Credo, zuerst müssen wir schauen, dass die Wirtschaft läuft und dann können wir uns dann noch den Umweltschutz und den Klimaschutz und so fort leisten. Sondern im Gegenteil, wir müssen schauen, dass die Wirtschaft durch Anreize, durch eben Kostentransparenz und Kostenwahrheit so läuft, weil ich bin davon überzeugt, dass der Profit nachher für die Schweizer Wirtschaft ein Mehrfaches ist. An Innovation, an Arbeitsplätzen selber und last but not least, dass der Export von diesen x Milliarden jedes Jahr einfach verloren geht. Puff, oder? Das müssen wir gescheiter in der Wirtschaft, in der Schweizer Wirtschaft. Oh. Okay. Ja, merci Ronald Alder. Pascal Angern. Jetzt konkret in der Bauwirtschaft, wie kann man in der Bauwirtschaft Kostenwahrheit umsetzen? Schwierig, aber vielleicht ich mache den Bogen etwas grösser. Also, die Krisen als Chance hat man gehört, dass man jetzt die CO2-Reduktion oder Anknüpfen an Kredite etc. ist noch spannend. Für uns als Büro, wir haben das ja vorher schon gemacht mit den Projekten, die wir umgesetzt haben, immer sehr stark aus einer ideologischen Überlegung heraus, weil wir uns eigentlich gefunden haben, die Materialien, die wir hier in der Schweiz vorträumen, die haben eigentlich einen Wert. Und so sind wir eigentlich schon seit das Baselbüro, schon seit 25 Jahren, das Zürcher Büro, jetzt seit 2012, ist uns die Thematik eigentlich hier, oder wir haben uns dieser Thematik hier schon sehr stark angenommen. Und haben eigentlich ein dreiköpfiges Team können jetzt in Zürich fast auf 25 rauf vergrössern. Genau mit den Themen, die wir jetzt hier in dieser Krise thematisieren. Wie zum Beispiel, wie bringen wir die Wertschöpfung ins Land, wie bringen wir die Wertschöpfung vor Ort. Wir haben sogar neue Arbeitsplätze können schaffen, die es so nicht geht. Zum Beispiel sind Bauteiljäger, die mit dem Velo in der Stadt umfahren und Bauteile suchen und ausbauen. Und wir versuchen, die wieder in unsere Projekte einzubauen. Und da ich kein Politiker bin und da ich sehr stark an der Basis bin, versuche ja diese Idee eigentlich in die Leute hineinzubringen, in die Besteller hineinzubringen, dass die eben genau so etwas mittragen, wo wir das Gefühl haben, da hat einen inhaltlichen, ideologischen, nachhaltigen, sinnvollen und enkeltauglichen Auswirkung. Und darum denke ich, es hat unglaublich viele Chancen. Aber man muss auch anders denken. Und ich glaube, das ist das Größte, was mehr an die Herausforderung geht. Wir orientieren uns an der Vergangenheit. Und wir wollen die genau mit diesen Geldern beibehalten. Als die Überlegung, ja, wie verändert sich unsere Gesellschaft, wie verändert sich das Wohnen, wie verändert sich auch das Reisen. Und dort ist es spannend, man hat aufgezeigt, dass man innerhalb von 2 Tagen ein ganzes Büro auflösen und heimschicken kann. Und diese Bürofläche obsolet worden ist. Und dann frage ich mich, wieso dass jetzt noch die Leute das Gefühl haben, sie müssen fliegen, um an A nach B zu kommen und dort ein Meeting abzuhalten. Und das sind Elemente und Fragmente, so ein bisschen, die ich andeute. Und ich glaube, wo mich jetzt am meisten stört, dass man eigentlich wie rückblickend schaut, was man die Zukunft ändern kann, statt dann nur zu sagen, was man in der Zukunft effektiv machen kann. Merci. Jetzt ist Kurt Lanz mehrfach angesprochen worden. Ich gebe ihm noch einmal das Wort. Danke vielmals. Ich bin sehr froh. Es ist doch der Advent, das erste Wort gefallen, und ich hätte mir gerne kurz zu äußern. Ich würde vielleicht anfangen zu einer Aussage von Herrn Alder, wo ich denke, dass ich ein bisschen missverstanden wurde. Es ist ganz im Gegenteil so, dass man genau eben nicht Umwelt und Wirtschaft hier als Feind betrachtet, sondern etwas, was eben Hand in Hand geht.
Das ist ja auch das Bedauerliche eigentlich jetzt. Wir haben grosse Projekte angerissen, wir haben grosse Projekte vor allem mit der Energiewende, mit der Klimaneutralität, die wir anstreben. Und die Schweizer Wirtschaft ist da auch sehr gut unterwegs gewesen. Oder unterwegs, im internationalen Vergleich besonders. Und umso mehr ist natürlich jetzt bedauerlich, wenn es eigentlich mal ein Wirtschaftseinbruch heisst, damit einfach auch, dass eben Investitionsmittel, die genau für den Umbau nötig sind, in dem Sinne entzogen sind. Was aber nicht heisst, ja, sagen wir, in der Langfrist müssen die Ambitionen deshalb trotzdem genau die gleichen sein, weil die Ziele sind genau gleich erstrebenswert. Einzige ist es einfach ein Fakt, dass die Krise hier halt auch zusätzliche Problem führt. Sonst, wenn ich die restliche Argumentation natürlich für Impulse oder für Veränderungen im Gebäudebereich oder so höre, dann kann ich dem auch sehr viel abgewinnen. Das sind für mich aber die normalen Diskussionen, wie wir sie aber im Energie- und Klimadossier schon lange eigentlich führen. Hier sehe ich nicht den Zusammenhang, warum das sie nötiger geworden wären mit der Krise. Im Gegenteil, sie sind schwieriger geworden eher, aber sie sind weiterhin nötig. Einfach ist überhaupt ersichtlich, warum wir jetzt die Sachen miteinander verknüpfen. Das wäre auch ordnungspolitisch in dem Sinne falsch. Hier würde ich sehr gerne noch schnell etwas zur Luftfahrt sagen. Ich erkenne, dass es nicht viele Freunde von Luftfahrt in dieser Runde gibt. Ich muss aber doch klar darauf hinweisen, dass natürlich eine internationale Anbindung ein ganz wichtiger Standortfaktor ist, nicht nur für die Wirtschaft, auch für die Gesellschaft im Übrigen. Es ist aktuell undenkbar, dass man dauerhaft nicht international sich bewegen kann. Und hier braucht es sicher mal eine Luftfahrt, also in dem Sinne, sagen wir mal, eine gewisse Notwendigkeit. Aber was auch zu beachten ist, es ist ja nicht so, dass die Luftfahrt nichts machen würde, gerade die Schweizer Luftfahrt nicht. Also erstens ist die Luftfahrt die erste Branche, die überhaupt weltweit ein Abkommen hat, wo sie weltweit gemeinsam Emissionen einsparen wollen. Also hier ist die Zielsetzung auch klar und hier ist auch das Vorgehen richtig, nämlich international abgestimmt. Und zweitens wird man ja ab nächsten Jahr sich mit der Luftfahrt auch europäischen Emissionshandelssystem anschließen. Das ist eines der bislang erfolgreichsten klimapolitischen Instrumente. Und damit spart man eigentlich bereits Emissionen ein und das muss auch der Kurs bleiben, sobald überhaupt natürlich jemand in der Lage ist, wieder Investitionen zu tätigen, sozusagen. Merci vielmals. Der Rudi Meier schaut mich an. Ja, Herr Lanz, es hat eben ganz ein Ende zusammenhang. Die ganze Krise, die wir haben und die Investitionstätigkeit. Mit den Rahmenbedingungen, die jetzt bestehen, ist die grosse Gefahr, dass wir zurückgehen. Wir haben tiefe Preise und die Investoren sind preissensitiv und sie gehen zurück. Und das ist doch genau das, was wir verhindern müssen. Wir müssen doch das ein bisschen gesamtheitlich anschauen und wir müssen doch darum jetzt Rahmenbedingungen schaffen, wo Wirtschaft und Umwelt miteinander anschauen. Das steht doch heute in jedem Lehrbuch hinter. Dass wir externe Effekte haben, dass wir die internalisieren und wir müssen das zusammendenken. Und darum müssen wir jetzt einen besonderen Impuls geben. Mit all diesen zusätzlichen positiven Wirkungen bezüglich Beschäftigung. Und wir werden ein Beschäftigungsproblem bekommen. Und wenn wir hier jetzt zusätzliche Gelder einsetzen, dann nachher schaffen wir das mit der Beschäftigung. Wir schaffen den Umbau, wo jetzt eben in Frage gestellt ist, wo wir nachher angehen können und wo wir nachher eine weitere Zusatznutzen haben, lokale, positive Umwelteffekte und wo wir einen weltweiten Beitrag leisten an die Verbesserung des Klimas weltweit, wo wir ein Verhandlungspartner sind. Ich bin völlig einverstanden, wir müssen nicht einfach jetzt aus der Globalisierung raus. Wir müssen eine vernünftige Globalisierung anfangen machen, vielleicht gewisse Wertschöpfungsketten zurück. Aber wir müssen schauen, dass wir in diesem System bleiben und dass wir einen Beitrag leisten, dass wir glaubwürdig sind und zusammen so die Probleme lösen. Ja, jetzt möchte ich wieder zurück zur Kostenwald. Und zwar hat Ariane Moser, Kantonsrätin FDP von Bonstetten, einen Vorstoss eingereicht zur Kostenwald. Bitte, Ariane Moser. Ja, von meiner Sicht herzlich grüße miteinander. Im Namen von der FDP-Fraktion im Kantonsrat habe ich einen Vorstoss einreichen, der wirklich zum Ziel hat, dass in der Mobilität das Verursacherprinzip und die Kostenwahrung zum Tragen kommt. Und die Grundidee in unserem Ansatz ist, dass man eigentlich einen zweistufigen Tarif hat, wo einerseits immer eine Fahrleistung und
Strassenbeanspruchungs- oder Infrastrukturbeanspruchungsabhängig der Tarif gezahlt wird oder erhoben wird. Und der Tarif, der muss die Finanzierung, die langfristige Finanzierung von der Infrastruktur sicherstellen. Und wir reden jetzt nicht nur von MIV, also von dem Autoverkehr, sondern von allen Mobilitätsformen. Ja, das ist auch ein Aspekt. Mit den neuen alternativen Antriebsmöglichkeiten fallen ja eigentlich auch die bisherigen Finanzierungsmöglichkeiten weg. Nämlich mit der Mineralölsteuer und Strassenverkehrsabgaben sind sie befreit. Und das ist auch ein Topf, der muss, die Finanzierung muss langfristig sichergestellt werden. Und auf das hoch soll ein zweites Kostenelement kommen, nämlich die Emissionsbepreisung, wo der im Idealfall irgendwann mal gegen Null steht, wenn es nämlich keine Emissionen mehr gibt. Und das soll, wie gesagt wurde, das zurückverteilt werden an die Bevölkerung. Weil insgesamt soll das Ganze staatsquotenneutral passieren, es soll also nicht zu zusätzlichen Kosten kommen für die Verkehrsnutzer, unterm Strich für die Bevölkerung. Der flexible Ansatz, der ermöglicht auch, dass man steuern kann, dass man wirklich kann, dadurch, dass das alles so variabel ist, dass man kann ausprobieren kann. Man weiss heute, dass eine variable Tarifierung aufgrund von Studien wird zu einer Reduktion zum Beispiel vom CO2 oder überhaupt von den Emissionen führen. Und der Ansatz ermöglicht, dass man auch mit dieser Tarifierung nachher noch spielen kann, dass man sieht, wie viel das man braucht, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass mit dieser Thematik Verkehrs- und Umweltpolitik auf der einen Seite und Sozialpolitik auseinanderhält, weil eine Tonne CO2 oder ein Dezibel Lärm ist eine Emission, egal von wem das kommt. Und die Sozialverträglichkeit, das muss sichergestellt werden, aber es muss eine andere Schiene sein. Und ich bin überzeugt, also es muss, ist klar, es ist jetzt im Kanton Zürich eingegeben. Idealerweise tut man das auf nationaler Ebene einführen. Noch viel besser wäre im internationalen Kontext. Aber irgendjemand muss anfangen. Und weil das ist eine riesige Chance, für, glaube ich. Und man müsste den Weg gehen, es gibt gar keine Alternative. Vielleicht noch ein Wort zu der Marionna Schlatter. Ich bin nicht einverstanden, dass Luftfahrt nicht das Geschäftsmodell von der Zukunft ist. Wir werden Mobilität immer brauchen. Die Menschen gehen nicht zurück in den Wald. Aber es ist wichtig, dass man dort auch das Verursacherprinzip berücksichtigt. Und da gibt es einen ganz guten Ansatz, in dem Flugticketabgabe zur Finanzierung von der Zusatzkosten von synthetischem Kerosin verwendet, wo soll das fossile Kerosin ersetzen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz auch für die Zukunft. Und das kann aber auch nicht sein, dass jetzt wegen Corona-Effekt plötzlich die Flugticketabgabe wieder zur Diskussion gestellt wird oder hinterfragt wird. Also, da bin ich auch völlig bei euch. Aber das war nicht jetzt im Übernehmen. Es muss verletzlich sein, unsere Betriebe müssen jetzt erst wieder auf die Beine kommen. Und dann muss man schauen, dass möglichst das zweite grosse Problem, Umweltpolitik, ernsthaft angegangen wird. Ach, ich bin noch schlapp, dass Sie sind angesprochen. Genau, ich muss schnell reagieren. Es ist jetzt zum zweiten Mal, dass ich angesprochen worden bin bezüglich Luftverkehr. Wenn Sie das ja ein bisschen beobachtet haben, es ist nicht so gewesen, dass die Grünen gefordert haben, dass jetzt der Flughafen schließt und Swiss irgendwie überhaupt gar nie mehr fliegen soll, sondern es ist darum gegangen, dass man die Kreditvergabe und dass man das verknüpft mit der Zielsetzung von der Luftfahrtbranche im Klimabereich. Weil Fakt ist, dass die Luftfahrtbranche der eigentlich quasi der einzige Bereich ist bis jetzt, wo keinerlei Klima
quasi Massnahmen muss machen, die profitiert von Subventionen, die nie die Folgekosten an der Umwelt hat müssen tragen, die zum Beispiel auch keine Mehrwertsteuer zahlt, im Gegensatz zu Fernzügen. Wenn ich auf Paris fahre mit dem Zug, muss ich Mehrwertsteuer zahlen, wenn ich fliege, muss ich keine zahlen. Also es geht um das, dass die Luftfahrt nicht mehr soll können, dass Sonderzüge haben oder Sonderzüge fahren. Und es ist darum gegangen, nicht, dass man irgendwie komplett wegkommt von der Luftfahrt. Ich bin mir bewusst, das ist völlig surreal, sondern dass es eben, dass die Branchen auch einen Beitrag leisten dazu, ja, wie man da eben zum Beispiel mit synthetischen Treibstoffen, mit emissionsärmeren Flugzeugen, mit der Ablösung von der Inland- oder Kurzstreckenflüge, Durchzugfahrt und so, wie man da den Umbau initiieren. Darian Moser hat noch einen zweiten Punkt angesprochen, den sie betrifft. Sie hat als Kantonsrätin auf Kantonsebene den Vorstoss gemacht. Das wäre aber auch eine auf nationaler Ebene. Also das Thema Kostenwaren, oder, ist das quasi das Thema von dem Vorstoss. Und ich meine, das ist sicher etwas, wo wir uns auch treffen, über die Parteigrenzen hinweg, oder? Dass man sagt, ja, wir brauchen endlich mal die Kostenwaren, zum Beispiel auch beim Fliegen, oder? Also, dass man da sicher muss Transparenz schaffen, sonst kann man ja nicht sagen, dass der Markt funktioniert. Solange man Kostenwaren nicht hat, funktioniert der Markt eigentlich auch nicht. Das Problem steht halt einfach immer ein bisschen das, dass man davon ausgeht, dass alle Menschen oder alle Teile der Bevölkerung die gleiche Wahl haben. Und das ist halt einfach nicht so. Also wenn jemand auf dem Land wohnt, ist er vielleicht angewiesen aufs Auto und fährt einfach weitere Strecken, um arbeiten zu gehen, als jemand, der in der Stadt wohnt. Und dann kann man schon sagen, man will Kostenwart bei der Emissionsbesteuerung oder so haben. Aber es braucht halt wie die Verknüpfung mit der Sozialpolitik, tut mir leid, doch, die braucht es eben auch, glaube ich, damit die Klimapolitik überhaupt mehrheitsfähig sein kann. Okay, jetzt möchte ich einen Aspekt aufnehmen, der auch noch ein bisschen zusammenhängt mit der Luftlinie oder Luftgesellschaften-Diskussion, nämlich Zukunftsrechte in Branchen. Also da sind jetzt ist glaube ich unbestritten, dass die Anbindung von der Schweiz international zwingend ist. Die Frage ist, wie ökologisch soll es Flüge sein? Ich werde jetzt Diana Horn ums Wort geben. Sie gehört dem Vorstand von der SSIS an, wo hinter dem Tag von der Sonne steht. Welche Branchen sind aus der Sicht von der SSIS zukunftsträchtig? Ja, grüezi miteinander. Danke vielmals. Ich glaube, wir müssen uns wirklich von vielen liebgewordenen Gewohnheiten verabschieden, wenn wir eine gute Zukunft wollen. Und das trifft praktisch alle Branchen. Die einen positiv und die anderen negativ. Also die Spitäler, haben wir jetzt gemerkt, ist eine grosse Branche. Der ganze Care-Bereich, der wird finanziell wohl nie auf den grünen Zweig kommen, aber wir brauchen den. Die Finanzbranche ist auch so eine, die vielleicht sich muss umgestalten muss. Es steht Initiativen für Mikrosteuer zum Beispiel im Raum. Und in diese Richtung habe ich das Gefühl, müsste es auch gehen. Aber ich würde jetzt gerne über die positive Branche eigentlich reden, dort, wo man vielleicht sein Geld investieren und wenn man etwas für die Energie will. Und das ist ganz klar die Baubranche, da muss ich wahrscheinlich da nicht viel sagen, außer dass es einen grossen Bereich von Leuten gibt, die das noch nicht kapiert haben. Und das sind zum Beispiel Verwalter von Stockwerkeigentümern. Die tun einfach nach den Pfeifen von den Stockeigentümern tanzen. Klar, sie werden von denen bezahlt, aber eigentlich müssten sie dort Vorreiterrolle nehmen. Und ich hoffe, dass der Kanton Zürich zum Beispiel mit dem Energiegesetz auch etwas in die Richtung macht, um die ganze Verwaltung und angewandte Steuerämter und so weiter, all die, die rund ums Wohnen sind und ums Bauen, ins Boot zu holen, und zwar rechtzeitig. Zusammen mit der Baubranche, die bauökologisch muss werden, wo Solar heizt und Strom erzeugt, das wollen wir ja alle, gibt es ja noch den ganzen Transportbereich. Auch der verknüpft ja alle Branchen, der muss auch ökologischer werden. Also ich meine nicht den Transport der Privaten, die können ja ihr
Elektromobilien schon kaufen oder halt lieber noch so viel wie möglich mit Velo, Fuß und ÖV. Aber beim Transport tut sich auch ganz viel und ich denke mir, die Betonung auf regionale, inländische Produktion und dadurch Reduktion vom Transport ist auch etwas, das ganz weit vorne muss angepackt werden. Wir haben ja gesehen, wir haben alle in der Corona-Krise müssen selber kochen. Also es geht, es können die Leute, sind nicht verhungert. Man hätte zwar können meinen beim Einkauf von WC-Papier, dass sie wirklich das Gefühl haben, jetzt ist Krieg, aber es war ja nicht so. Der Tourismus muss sich auch verändern. Wir müssen überdenken, all das all-inclusive, niedere Kostentourismus, das muss wirklich anders werden. Wir haben jetzt den Sommer und Herbst die Gelegenheit, das auszuprobieren. Und ein kleines Beispiel. In Arosa hat man im Mai praktisch nie mehr jemanden gesehen, weil die ganzen Einheimischen sind irgendwo in die Ferien abgedüselt. Jetzt dieses Jahr haben sie ja im April keine Schule können haben, also hätten sie eigentlich jetzt im Mai ihre Schule können den Kindern anbieten. Nein, man macht Ferien. Also irgendwie muss man auch ein bisschen mehr Flexibilität an den Tag legen. Überall, bei den Ämtern, in der Bildung, mit den ganzen elektronischen Mitteln, die wir haben, Abstimmungen, Wahlen, Sport. Man muss nicht immer zigtausend Zuschauer haben, um Sport zu treiben. Also Fernsehen sind Ehren, aber es braucht nicht ein Gejohle hinten dran. Für Stimmung sind andere Bereiche zuständig, Musik, Theater, Tanzen und so weiter. Ja, also ich denke mir, das Motto steht wirklich unter Biodiversität im Kopf. Weniger ist mehr. ÖV ist sehr sinnvoll und wir müssen es kombinieren mit elektronischen Sachen wie Apps, Mobility, Sharing, E-Taxi und so weiter. Und ich denke mir, die Branche, die am meisten wird für sie machen, ist die Elektronik. Eine andere Branche, das wollte ich nur ganz kurz noch als Schlusspunkt erwähnen, wird wahrscheinlich Gewalt sein. Die Gewaltbranche, also alles, was mit Militär und Rüstung und so weiter zu tun hat, ist immer eine Option. Und da müssen wir fest aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Danke. Ja, Niklaus Haber, ich möchte einen Aspekt aufnehmen. Wie kleinräumig kann man zum Beispiel Photovoltaikanlagen produzieren? Kann man das alles kleinräumig produzieren oder braucht es da globale Wertschöpfungsketten? Gut, danke für die Frage. Wir haben uns in der letzten Zeit ein paar Fragen müssen stellen, von wo beziehen wir unsere Ingredienzen für unser System. Und klar, Photovoltaik, die Schweiz ist zwar super gut in der Forschung, absolut 1A. Deutschland super gut in der Forschung, früher super gut in der Produktion. Heute kommt das natürlich alles aus China und aus Taiwan und noch ein paar anderen Fernost-Standorten. Es gibt wieder einzelne Produzenten in Österreich, in Deutschland, in Litauen zum Beispiel. Ganz gute Firmen, die eine Produktion machen, die auf die hiesigen Bedürfnisse jetzt im Gebäudebereich sich ausgerichtet haben. Sprich, sie machen nicht das günstigste, sondern sie machen zum Beispiel Photovoltaik-Panels nach individuellem Maß oder mit Farbe oder so. Und das ist natürlich ein Markt, der extrem wichtig ist für uns Architekten, die ein Interesse haben, dass die Häuser immer noch schön aussehen, auch wenn sie Zero Emission oder energiepositiv oder wie man es auch immer nennt, funktionieren. Das ist natürlich ohne Markt, wo die Produkte ein bisschen teurer werden. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass ich halt mit dem Menschen in Österreich kann reden und sage, ich hätte gerne in 3 Wochen diese Panels und die sollten jetzt ein bisschen anders sein, als wir vor 6 Wochen diskutiert haben. Und wir verstehen uns, wir reden die gleiche Sprache. Und letzten Endes kommt das dann vielleicht gleich auch günstiger, als wenn ich muss, Material bestellen muss. Dann passt es nicht, dann muss ich es im schlimmsten Fall fortschmeißen. Was natürlich ökologisch auch wieder absolut fragwürdig ist und eine neue Bestellung machen. Aber auch die Produzenten die brauchen ihre Zellen aus
aus China. Oder ich beziehe zusammen aus China. Und das ist so ein Aspekt, der mir persönlich jetzt aufgefallen ist, dass Race to the Bottom, wo insbesondere alle grossen Unternehmungen gemacht haben, dass man einfach wirklich, man hat vielleicht noch zwei Lieferanten, aber es ist so jedes Promille ausgereizt worden, dass das extrem gefährlich ist für eine Wirtschaft, wo, also da ist null Resilienz mehr drin, wenn irgendwo etwas ausfällt, dann geht alles zusammen. Das beste Beispiel ist die deutsche Autoindustrie, wo irgendwie Millionen von Zulieferteilen braucht und wenn eines fehlt, dann kann kein Auto mehr produziert werden. Darum, ich denke, es ist Photovoltaik könnte prinzipiell auch in der Schweiz produziert werden, da ist es auch ein bisschen teurer, ja. Aber das letzten Endes ist das auch nur noch vielleicht ein Viertel bis ein Drittel von der Kosten von der installierten Anlage. Die Hauptkosten sind die Installation, also die Arbeit. Und das ist ja etwas Positives, dass mit dem Systemwechsel auch wieder viel Arbeit verbunden ist und nicht nur Material. Und ich denke, da müssen wir uns als Gesellschaft halt überlegen, ob es das wert ist, dass wir, dass wir sicherer werden, dass wir weniger abhängig sind. Und dass das halt auch einen Preis hat, das ist wahrscheinlich klar. Aber ich sehe auch positive Aspekte von dem Ganzen. Und jetzt möchte ich noch schnell einen Bogen machen. Ich habe es vorher sehr schön gefunden, welche Branchen sind zukunftsfähig. Im Prinzip ist ja, es kommt darauf an, was man als Branche definiert. Wenn man das Produkt oder das, was rauskommt aus dieser Branche, oder das Bedürfnis, das sie befriedigen, das Produkt, als Branche definiert, dann wäre das Bedürfnis ja nicht so anders sein. Wir müssen immer noch essen, wir wollen uns irgendwie austauschen, wir wollen wohnen, wir wollen mobil sein. Aber das Mittel, das dazu eingesetzt wird, das wird wahrscheinlich anders müssen sein. Oder ich hoffe, dass in vielen Branchen, dass da andere Produkte rauskommen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf mein ursprüngliches Statement. Wenn ich als Unternehmer, und ich bin Unternehmer, halt weiss, der ganze Zug fährt in die Richtung, dann tue ich mein Unternehmen wahrscheinlich, wenn ich langfristig denke, an diesem Ziel oder an dieser Richtung, die der Zug fährt, ausrichten, dann kann ich alle meine langjährigen Mitarbeiter umschulen. Ich kann so motivieren damit, weil ich kann sagen, schaut, wir bauen an der Zukunft. Aber für das braucht es eben, wie ich gesagt habe, langfristige Rahmenbedingungen. Das ist für mich einer der absolut wichtigsten Punkte. Und der zweite Punkt, und jetzt ist auch eine Erkenntnis aus den letzten 8 Wochen, gibt es aber auch ganz viele berühmte Texte von ganz vielen berühmten Leuten darüber. In den letzten 40 Jahren hat man ja quasi die politische Entscheidung oder das politische Handeln auf das Individuum abgeschoben. Also, früher hat man als Gesellschaft irgendwie die grossen Leitlinien gesetzt und heute, unter anderem auch im Gebäudebereich, also im Energiebereich, sagt man, ja, freiwillige Massnahmen, wir geben euch ein Zückerli, wenn ihr das macht und so weiter. Ich denke, da werden wir etwa 20% der Ziele erreichen mit diesen freiwilligen Massnahmen. Das sind nämlich alle die, die nebst der reinen Wirtschaftlichkeit auch noch irgendetwas anderes anschauen. Aber wenn das Ziel ist, auf 0 zu gehen, dann müssen wir ja die anderen 80% mitnehmen. Und die werden wir nicht mit freiwilligen Massnahmen können ködern. Das geht einfach nicht. Das liegt im Charakter von der meisten Leute, dass es nicht geht oder dass kein Interesse da ist oder so. Und darum glaube ich, dass es eine Kombination braucht. Es gibt gewisse Anreize, die wir arbeiten können, aber wir müssen die ganz grossen, wichtigen Leitpunkte, Leitlinien, Rahmenbedingungen, die müssen wir zusammen fällen und zusammen das vorgeben. Und das ist etwas, was nicht das Individuum macht, sondern was letzten Endes Politik bei uns als unsere Vertretung muss machen. Da können wir jetzt natürlich gerade eine neue Diskussion anfangen. Das müssen wir auch mal. Ich lasse jetzt das aber so stehen, weil es haben sich noch nicht alle geäussert, die wir vorgesprochen haben. Ich will zur Frage kommen, welche Erkenntnisse aus der Corona-Krise, losgelöst von den materiellen Aspekt, den wir bis jetzt schon diskutiert haben, kann man für Klimapolitik nutzen. Und dazu möchte ich Daniel Häusser, Abteilungsleiter Regionalarbeit vom WWF Schweiz, das Wort geben.
Jetzt muss ich wieder das Audio einstellen, um nochmal zu schauen, ob ich gerne, weil die letzte halbe Minute ist nicht, haben wir nicht gehört. Dann stelle ich die Frage nochmal, welche Erkenntnis lohnt sich aus der Corona-Krise lohnt sich für die Klimapolitik nutzen? Jawohl, vielen Dank. Ja, also guten Tag, herzliches Hallo natürlich auch meinerseits an alle anwesenden Zuhörenden. Als Mitarbeiter vom WWF Schweiz bin ich Teil von einer Organisation, die die Harmonie zwischen dem Mensch und der Natur anstrebt. Und also in dem Wort vom Herrn Lanz vertritt ich in dem Fall etwa 7,5 Milliarden Menschen und unzählig viele andere Arten. Ich glaube, es gibt unendlich viel zu dieser Frage zu sagen, aber ich möchte mich da mal auf drei Erkenntnisse beschränken. Also erstens, es ist offenbar möglich. Es geht. Also wenn wir eine Krise erkennen in der Schweiz, dann ist auch Geld da. Wir sind also noch fähig, Massnahmen zu beschliessen, die darauf abzielen, langfristig unser Wohlergehen abzusichern. Wir haben das Ziel gehabt, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen soll und darf. Wir haben die nötigen Massnahmen ergriffen. Und genau das brauchen wir auch im Klimaschutz. Wo wir sogar einen sehr grossen Vorteil haben gegenüber der Corona-Krise. Weil beim Virus sind die Auswirkungen und die griffigen Massnahmen eigentlich lange ein Blindflug gewesen, weil es neu war. Und bei der Klimakrise, da würden wir viel besser dastehen. Da kennen wir das Problem schon seit den 70er Jahren. Und seit den 90er Jahren wissen wir mit glasklarer Bestimmtheit, was die Ursachen sind und wir kennen die Hebel. Und wir wissen ganz genau, welche Massnahmen unseren Lebenswert in Zukunft bescheren könnten. Also machen wir es auch da möglich. Das ist die erste Erkenntnis. Das bringt mich zur Erkenntnis Nummer zwei. Die Politik hat jetzt da mit Weitblick agiert. Und genau das ist es ja auch, was die Aufgabe ist von der Politik. Eine Politik, die unbequeme Sofortmassnahmen scheuen würde. Und das, obwohl sie weiss, dass die für einen langfristigen Wohlstand, dass es die braucht. So eine Politik, die hätte ja keine Daseinsberechtigung. Wir brauchen eine Politik, wir brauchen Politiker, die zusammen mit der Wissenschaft und Expertenwissen erkennen, was auf uns zukommt und eben auch unpopuläre Entscheidungen zum Wohle aller treffen. In der Corona-Krise hat sich Politik diesbezüglich, meiner Meinung nach, vorbildlich verhalten. Expertenwissen ist abgefragt worden und aufgrund der wahrscheinlichsten Szenarien hat man dann entschieden, was man machen muss. Und wenn genau auch das in der Klimakrise passiert, dann gibt es Hoffnung. Aber wenn wir weiterhin Stammtischparolen statt wissenschaftliche Argumentation zulassen in der Politik, dann wird schwierig. Und deshalb jetzt noch zu der dritten Erkenntnis, das ist, dass wir zwar gezeigt haben, in der Schweiz, dass wir auf Krisen reagieren können, sobald sie eingetroffen sind. Aber wir müssen auch sehr viel dazu lernen, wenn es darum geht, Krisen abzuwenden, bevor sie eingetroffen sind. Ich mag mich sehr gut erinnern, Ende Februar, ich glaube am 24. war, bin nicht ganz sicher, hat das Schweizer Fernsehen noch Sendungen ausgestrahlt, wo wir miteinander diskutiert haben, ob das Coronavirus wohl in die Schweiz kommen wird. Und das, obwohl schon in Norditalien sie ganz stark am Kämpfen waren. Und das, obwohl wir 60'000 Pendler haben, die täglich zwischen Italien und dem Tessin hin und her reisen. Und das Prinzip Hoffnung müssen wir ablegen. Und vor allem in der Klimakrise, wo die Evidenzen ganz klar sind, und vielleicht an dieser Stelle erlaube ich mir einen einzigen wissenschaftlichen Fakt apropos Evidenz. Während der Eiszeit vor 20'000 Jahren, wo die Landschaft ganz anders ausgesehen hat, da war es nur 5 Grad kälter als jetzt. Also gerade in der Klimakrise, wo die Evidenz von der Krise, die von uns zukommt, so unglaublich evident sind, haben wir nur eine Zukunft, wenn wir gewarnt sind, und jetzt mit griffigen Massnahmen darauf reagiert. Und im Sinne auch von dem, was vorher gesagt worden ist, wir brauchen einen
Umbau und nicht einen Wiederaufbau von der Wirtschaft. Wir brauchen eine Welt ohne Ölheizungen, ohne Benzin, Fokus auf den ÖV, Energieeffizienz in allen Bereichen. Wir brauchen eine Welt, die auch dann funktioniert, ohne dass Banken in klimaschädliche Projekte investieren. Und das schaffen wir nicht, wenn wir eben warten, bis die Klimakrise mit voller Wucht zuschlägt und voll im Gang ist. Also wir brauchen auch jetzt Sofortmaßnahmen, ich glaube auch im Sinn von Rahmenbedingungen. Denn wegen dem ganz langen Warten seit den 70er und 90er Jahren bleiben uns jetzt eben nur noch 2 bis 3 Jahrzehnte, um das Problem anzupacken. So viel von mir. Vielen Dank. Ich habe jetzt mit Blick auf die Uhr festgestellt, wir sind in der Eishockey-Sprache, die man im Moment nicht verwenden kann, schon lange in der Overtime von dieser Veranstaltung. Wir haben nur verschiedene Sachen können antippen. Wir haben nicht alles können à fond diskutieren. Und ich staune eigentlich, dass wir trotz all diesen technischen Problemen, die wir jetzt auch unterwegs hatten, so eine angeregte Diskussion haben. Weil ein Punkt, ich sehe zwar, es hat noch Händchen, aber wir hätten noch Händchen da oben bis in einer Stunde oder zwei. Ich will ein Thema nicht bei der Seite lassen, und das ist die Frage, es kostet alles auch Geld. Es kostet sowohl den Wiederaufbau nach Corona, als auch Massnahmen gegen Klimaerwärmung kostet Geld. Nicht nur, aber es kostet auch Geld. Und da ist die Frage von der Finanzierung. Es ist immer einfacher, über die Ausgaben zu reden, als über die Einnahmen. Und ich fange darum, ich will das so quasi als Schlussrunde nehmen, woher soll das Geld kommen? Ich will bei der Politikerin anfangen, weil man hat ja manchmal den Eindruck, generell in der Politik, dass das Reden über das Ausgeben einfacher fällt, als das Reden über das Einnehmen. Wie sieht das aus? Woher soll das Geld kommen für all die Massnahmen, die nötig sind? Danke vielmals. Also, zwei Sachen. Erstens mal kurzfristig, ja, es gibt den Verteilkampf, aber wie man ja jetzt gesehen hat, bei dieser Corona-Sache, wir haben Geld, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und wir haben eine sehr gute funktionierende Wirtschaft und wir haben Geld, also wir können uns sogar entscheiden, ja, die Luftfahrt mit fast 2 Milliarden zu unterstützen, anstatt zum Beispiel 200'000 Arbeitsplätze in KMUs. Also wir können die Entscheidungen treffen, wir haben mal eine Vielmasse, also das einfach mal das Erste. Und da entsteht natürlich ein Verteilkampf, wo setzt man das Geld ein, für was und wie nachhaltig ist das und so, das ist mal das eine. Und das andere, was ich möchte einfach sagen, das ist ja nicht Geld, der Umbau von der Wirtschaft, das ist ja nicht Geld à fonds perdu, sondern das ist ja Geld, das man investiert, das sich wieder auszahlt. Und da gibt es ja diverse Studien, die das auch belegen, langfristig, die sagen, Investitionen in ökologischen Umbau, die zahlen sich aus, mittel- oder langfristig. Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist der, es ist ganz einfach, ohne ökologischen Umbau gibt es die Wirtschaft einfach nicht mehr. Und das ist jetzt sehr plakativ und schwarz-weiß, aber so ist es einfach. Und wir können nicht ein bisschen umbauen und ein bisschen unsere Emissionen reduzieren, sondern wir müssen einfach auf null. Sonst haben wir einfach gar keine Manövriermasse mehr. Sie haben gesagt, wir haben Geld, aber von wo sollen wir es nehmen? Also, das Geld ist nicht in der Bundeskasse. Oder nur einen kleinen Teil davon. Von wo sollen wir das Geld nehmen? Also natürlich hat man in dem Sinn Geld, oder? Weil ja wir alle zahlen Steuern und so. Und die Frage ist ja, eben, wie geht man um mit dem Geld, das man hat, mit dem bestehenden Geld, oder? Und ich glaube nicht, dass man kann nicht sagen, wir müssen jetzt zusätzlich so und so viele Geldquellen erschliessen, um den ökologischen Umbau machen, sondern wir müssen das Geld, das der Staat zur Verfügung hat, eben mit Steuereinnahmen zum Beispiel, das müssen wir so investieren, reinvestieren, dass es den ökologischen Umbau quasi
ermöglichen tut. Und da kommen einfach wieder die Rahmenbedingungen, oder? Wenn man heute eine Firma umstellen will, sagen wir, sie möchte lieber für die ganze Firma ökologisches Papier verwenden, anstatt unökologisches, also konventionell produziertes Papier. Was muss die Firma? Sie muss darauf zahlen, weil das einfach mehr kostet. Also die ganzen Rahmenbedingungen sind einfach so ausgelegt, dass umweltschädliches Verhalten günstiger ist. Und das ist das grosse Problem. Ja, gern. Ja, also wie gesagt, für mich als Architekt und Unternehmer von 25 Leuten, wir müssen schauen, wie wir mit dieser momentanen Situation umgehen und wie lange unser Geld langt. Und da haben wir am Anfang gesagt, wir haben Geld bekommen, also für Kurzarbeit, das hat sehr gut funktioniert. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt so schnell einen positiven Impact gibt, dass wieder konsumiert wird, dass eben das Geld dann langt, bis wir wieder auf der Weise sind. Die gleiche Frage. Von wo soll das Geld kommen? Von wo soll das Geld kommen? Also wenn ich zynisch darf antworten, dann würde ich sagen, wir verschulden uns und die nächste Generation zahlt. Das machen wir mit dem auch so und es funktioniert extrem gut. Und wenn Sie nicht zynisch antworten? Wenn ich nicht zynisch antworte, dann gibt es ja unglaublich viele Studien über eben die Kosten von Transformation und so weiter. Und die absolut krasseste finde ich, das One Earth Model, das sind zwei australische Universitäten, die mit Geld von Leonardo DiCaprio eine Studie gemacht haben, alles auf Daten von der IEA, also nicht sehr linksgrüne Organisationen, sage ich jetzt mal. Und da ist einfach der Fakt, ist, die aktuellen Subventionen global, jetzt aktuelle fossile nukleare Energiesysteme, sind dreimal so hoch, wie die Kosten wären für eine Transformation zur Erreichung von 1,5 Grad Klimaziel. Also die Zerstörung der Welt mit dem heutigen System, ist, da investieren wir dreimal so viel, wie wir müssen investieren in eine Transformation. Und darum, also was man dort, man kann das nicht, das sind zwei Zahlen, die kann man gegenrechnen und dann kommt man auf einen Betrag von etwa $120 pro Tonne CO2, wo wir quasi subventionieren. Vielleicht sind es so 70, vielleicht sind es so 150, oder? Aber wir diskutieren über die genau gleiche Grössenordnung, der CO2-Abgabe, wo wir quasi wieder Geld rausholen und auf der anderen Seite subventionieren wir es aber so. Es ist so ein absurdes System. Und es ist natürlich schwierig, es ist alles global und so weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt mache ich einen Cut dort, das wäre mein Wunsch oder meine Forderung. Viele von uns haben in den letzten zwei Monaten recht viel Zeit gehabt, weil wir haben müssen arbeiten, Kinder hüten und Schule gehen und weiss nicht was noch, alles gleichzeitig. Aber wir hatten gleich irgendwie zwischendurch so Momente von Reflexion gehabt, oder ich hatte das Gefühl, es haben viele Leute gehabt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jede und jeder sich einfach würde überlegen, ich habe einen Fußabdruck, den kann ich so in einem gewissen Rahmen beeinflussen. Ich habe aber auch einen Handabdruck, das, was ich mache, und ich meine Emotionen, meine Zeit, alles, mein Kapital einsetzen. Das ist meine Wirkmasse. Und was soll das erreichen? An was schaffe ich die nächsten 10 Jahre zum Beispiel? Merci. Ich habe jetzt gerade im Chat von Ronald Alder Lenkungsmassnahmen, Ausrufezeichen, bekommen. Und ich glaube, das ist, damit hat das Stichwort geliefert zur Überleitung zu Rudi Meier. Gut, ja. Also die Frage ist natürlich sehr wichtig und sehr berechtigt. Wir müssen mal anschauen, um was es hier geht, also was die Schadenskosten sind. Und ich habe hier vor 5 Wochen geschätzt und ich bin etwa auf 135 bis 270 Milliarden gekommen für das und das nächste Jahr. Wir haben alle ein bisschen Tempo verrührt. Inzwischen kann ich sagen, meine Zahlen sind eher konservativ. Die Schweizerische Nationalbank hat Schätzungen gemacht, eher höher. SECO hat Schätzungen gemacht, eher höher. BAK hat Schätzungen gemacht, eher höher. Also wir reden mindestens von 150, 250 Milliarden, die uns hier eigentlich fehlen an Wertschöpfung. Und einen Teil haben wir jetzt angefangen zu decken, oder? Mit diesen 60 Milliarden. Wir hoffen, dass bei diesen 40 Milliarden etwas wieder zurückkommt. Also die Frage, die ist dramatisch. Und die erste Lösung ist jetzt Verschuldung. Das heisst, also, der Bund wird sich verschulden, er steht relativ gut da, er nimmt Geld auf dem Kapitalmarkt. Geld hat sich jetzt zu helfen, ich komme dann noch drauf.
ist relativ tief mit den Zinsen. Er tut sich also verschulden und das muss dann irgendwann abgezahlt werden. Wir haben hier eigentlich Regelungen, bis wann wir das abgezahlt werden in den nächsten 7 Jahren. Das macht ich ziemlich viel Bauchweh. Und wenn man das abzahlen muss, dann muss man pro Jahr etwa 3-5 Milliarden sparen. Wir müssen also vom jetzigen Budget 3-5 Milliarden runtergehen. Und das heisst, dass man überall massiv sparen muss. Und das gibt letztlich eine Depression. Oder das tut die Nachfrage, tut das dämpfen. Man hat nachher weniger Geld für die Forschung, für das Soziale. Vielleicht kauft man den Flüger nicht. Oder? Dort sind etwa 30 Milliarden sind dort auf dem Programm. Das könnte man sich überlegen. Also, das ist ein dramatisches Problem. Und wo man muss angehen. Man kann, um das Ökologieprogramm anzugehen, kann man gewisse Umlagerungen machen. Das ist natürlich sinnvoll. Man kann sich fragen in der Landwirtschaft, ob man dort Tierbestände fördern muss, ob man dort nicht mehr Pflanzenbau machen könnte. Da hat man einige Spielraum. Und dann ist die weitere Möglichkeit, wo man in dem Ganzen in der Hand Steuern auf, Steuern runter. Wird gefordert, oder? Das ist eigentlich ziemlich paradox, dass man jetzt Steuerreduktionen verlangt oder so eine hohe Verschuldung hat, tut das Problem noch weiter verschärfen, wäre ich also sehr vorsichtig bei den Steuern auf. Es ist vorher ist von jemandem Transaktionssteuer, Mikrosteuer ist gefallen. Die sind einfach alle ein bisschen schwierig im Moment, die Steuererhöhungen durchzuziehen in der Schweiz. Mikrosteuer in der Schweiz durchzuziehen, das haben die Initianten selber gesagt. Das hat nachher zur Folge, dass die Geschäfte, die Bankgeschäfte, oder, dass die zur Schweiz ausgehen. Und dann haben wir eine kleinere Basis, um das zu besteuern. Ist also wahrscheinlich auch nicht ganz eine gute Idee, wenn wir jetzt mit den Steuern hochgehen. Das ist leider eine Tatsache, wenn wir die Reichen besteuern, die haben relativ schnell ein Zügelauto vor dem Haus, wo sie nachher an einen steuergünstigeren Ort gehen. Mag einem passen oder nicht, aber also über die Steuern zu finanzieren im Moment, die riesen Verschuldung, die wir haben, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und darum, wir müssen über das Finanzsystem reden. Das ist wahrscheinlich der zweite, der noch grössere Defekt, den wir haben in diesem Wirtschaftssystem. Man muss sich vorstellen, was in Amerika passiert ist. Die Amerikaner mit dem Fed machen das seit 1988. Wenn es ein Problem gibt, das geht völlig gegen das Lehrbuch, oder? Weil jeder Ökonom, haben sie einfach geflutet mit Geld. Und sie haben jetzt nochmal geflutet mit Geld. Das hat man noch nie erlebt. Auch die EZB hat geflutet mit Geld, das ist unglaublich. Der Herr Jeff Bezos, der ist wegen dieser Geldflutung, ist der in einem Monat ist er um 12 Milliarden reicher geworden. Oder das Geld ist er dann auch mehr, oder? Da sind dem seine Aktien rauf und er hat nachher, die Aktien sind ja zuerst runter, dann sind sie wieder rauf. Das Finanzsystem, das hat sich von der Realwirtschaft völlig abgekoppelt. Das führt das Eigenleben, das führt zu Umverteilungsmaßnahmen, das ist gigantisch. Und darum, wir müssen die Geldschöpfung anschauen, die heute primär über das private Bankensystem geht. Das müssen wir ändern. Das ist schon vor hunderten von Jahren so gewesen, dass man das Geld auch über die öffentliche Hand geschöpft hat. Dass man also von den Nationalbanken aus an die öffentliche Hand das Geld gegeben hat. Nicht nur an die Privatbanken, sondern an die öffentliche Hand. Ich weiss, das klingt jetzt im Moment ein bisschen suspekt. Aber das hat zum Beispiel auch der Ricardo, grosser Ökonom, grosses bürgerliches Vorbildökonom, hat das vorgeschlagen. Das hat über Jahrhunderte hat das funktioniert. Und ich glaube, das müssen wir uns anschauen. Das hat auch der Herr Hildebrand hat das geschrieben, in der NZZ am Sonntag, am 12. April, hat er das geschrieben, wir müssen die Geldschöpfung müssen wir anschauen. Und wir müssen die Riesenschulden, die wir haben, müssen wir in einer Kooperation Bund, Nationalbank, Finanzwirtschaft, müssen wir schauen, wie das wir hier eine Geldschöpfung machen. Da kann man jetzt über Details reden, nimmt man das Geld aus der Reserve, macht man das über Fazilitäten und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich bin aber überzeugt, wenn man nicht eine lang anhaltende Krise will, wenn wir uns mit den Schulden, die wir hier aufgebürgt haben, wenn wir uns nicht über Jahre belasten, wir müssen mal die Geldschöpfung anschauen und wir müssen grundsätzlich das Geldschöpfungssystem anschauen, das außer Rand und Band ist. Also da sind sich eigentlich alle einig, das ist außer Rand und Band und das müssen wir neu angehen. Wir müssen hier einen ersten Schritt machen in die Richtung
Und wir müssen nachher über das Geldsystem, Wirtschaftssystem, müssen wir nachher auch noch weiterreden. Aber ich denke, es ist jetzt der Anlass, den ersten Schritt zu machen. Die Economy Suisse hat das sogar ein bisschen angetönt in ihrem Papier, dass man über das so ein bisschen diskutieren muss. Sehr interessant, da kommen wir nicht drum herum. Merci, Rudi Meier. Also, wir stehen jetzt eigentlich am Schluss der Debatte, am Anfang von einer Debatte. Wie gesagt, es ist eine komplexe Thematik, wo wir verschiedene Aspekte haben können antönen können. Die Diskussion muss weiterfahren. Wir haben festgestellt, man kann auch so diskutieren, auch wenn ich mich sehr freue, bis man wieder kann live in einem gewohnten Rahmen diskutieren. Aber es ist auch online möglich. Wir werden schauen, wie wir das Gespräch möglichst gut nachher heute Abend noch aufs Netz bringen, dass man es morgen noch abrufen kann. Damit danke ich vielmals für das Gespräch. Ich danke denen, die online ausgeharrt haben, gerne noch etwas mehr gesagt hätten, was leider nicht möglich war. Aber ich wünsche jetzt allen einen schönen Nachmittag. Merci. Dankeschön und viel Mut.